Baki ist ein Anime, in dem sich krasse Muskelprotze mies auf die Fresse hauen. Unser Protect Baki möchte auch immer stärker werden, um seinen Daddy zu besiegen, der seine Mami umgebracht hat. Letztes Mal konnten wir sehen, dass er dafür sogar das große Untergrundturnier gewonnen hat. Nun geht seine Reise weiter und damit stellt er sich auch größeren Herausforderungen. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo auf den Kanal und wir gehen rein in Baki Greatness. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Baki nicht ersetzen soll. Baki gehört TMS Entertainment, Akita Shoten und Keisuke Itagaki. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, das letzte Mal hatten wir ein großes Turnier vor uns und heute haben wir Baki 2018 am Start. Wir beginnen hier also mit Tokugawa, den so ziemlich klassischsten Anime-Opa, den es so gibt. Wie wir alle wissen, veranstaltet er Untergrundkämpfe, die super im Hype sind. Und an Donnerstagabenden, naja, macht er Yu-Gi-Oh! Kämpfe mit eben Elektroschockern. Jedenfalls ist er hier und möchte mit Baki quatschen und prophezeit ihm, dass schon sehr bald krasse Männer in seiner Hut spawnen werden, um sich mit ihm zu boxen. Zum einen haben wir dabei Santa sein Klaus, der auf Kaido angelehnt seine Hinrichtungen überstanden hat, weil er keinen Bock hatte auf ein Isekai-Abenteuer. Er raidet hier einfach alle Bullen und schwimmt den Weg nach Hause. Der andere überlebt den elektrischen Stuhl und boxt sich einfach raus. Als wäre er Garo in seiner Prime, macht er sich hier ebenfalls auf den Weg. Der nächste klettert einfach mal den Tunnel hoch mit seiner bloßen Hand, der länger geht als Naruto Filler-Folgen. Speck bricht dabei einfach mal aus, obwohl er im Unterwasserknast einsitzt. Und der letzte von den fünf sieht zwar nicht so gewaltig aus wie die anderen, aber mit seiner Vakuumhand kann er einfach mal so kugelsicheres Glas zerbrechen lassen. Außerdem hat er irgendwie Fingerfertigkeit Pro als Perk aktiviert und kann den einen irgendwie, keine Ahnung, in den Tod pusten? Ja, diese fünf hier sind alle gleichzeitig ausgebüxt, weil sie alle endlich mal eine Niederlage erleiden wollen. Und genau diese soll ihm Baki beibringen, weil er eben das letzte Turnier gewonnen hat. Checkt mein erstes Video ab. Viel gefährlicher als diese fünf Grobis ist aber eindeutig Monkey D. Tokyo Revengers Ruffy. Und jetzt verrätst du mir, wo ich diesen Baki finden kann. Ja, seine anderen Tokyo Revengers Boys gehen dann Baki ordentlich auf den Sack, aber der kann sie dann eigentlich ziemlich easy trollen und eben Ruffy komplett demütigen. Doch ihm wird dabei die Show von Speck gestohlen, der sich einfach mal so das Spielzeug von ihnen nimmt und sich das Ganze so reinzieht, als wäre es eine Packung Kaugummis. Er macht zwar erstmal auf nett und gibt Baki die Hand, aber das auch nur, um ihn eben zu verarschen. Dann schlägt er nämlich einfach mal so mit seinem dritten Bein zu und macht Baki so völlig platt. Speck wollte ihn aber erstmal nur testen und macht erstmal wieder die Fliege. Bakis Dad, Big Daddy Yuichiro, schaut sich das Ganze auch live an, während er übelst krass am Chillen ist. Und Bruder, ich habe noch nie gesehen, wie jemand so geil seine Ziese ausmacht wie eben Yuichiro. Damit machen wir auch eine ganz kurze Pause und kommen zum heutigen Sponsor des Videos, nämlich Honkai Star Rail. Die Macher hinter Genshin Impact, HoYoverse haben hier mal wieder richtig schön gekocht. Honkai Star Rail ist ein völlig kostenfreies RPG für den PC und Handy, denn durch das Cross-Plattforming könnt ihr mit einem Account auf beiden Plattformen spielen. Vor ein paar Monaten ging das Anime-angehauchte Spiel an den Start und wir konnten schon im Livestream viel Spaß mit der ganzen Welt haben. Nach nicht einmal drei Monaten ist Honkai Star Rail ein absoluter globaler Hit geworden mit über 80 Millionen Downloads. Es gibt jetzt schon einen sehr breit gefächerten Cast an spielbaren Charakteren, doch nun kommen die neuen Charaktere ins Spiel. Wie Kafka mit ihrer drippy Sonnenbrille, Luca, der mit seinen fetten Handschuhen heftigere Schellen als der, der Basketball spielt, verteilt und Blade, der das Character Design einfach komplett durchgespielt hat. Jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt, um eben ins Spiel einzusteigen oder für alte Spieler, um zurückzukehren. Ein weiterer Storyabschnitt wurde nämlich hinzugefügt und dieser erreicht nun seinen Höhepunkt. Die Bühne ist also geebnet, wieder richtig rein zu grinden. Zu diesem Anlass gibt es auch hier einen Code für euch, der dazu da ist, um 50 Stellarjahre völlig kostenlos zu bekommen, mit denen ihr eben eine Charakterbeschwörung durchziehen könnt. Dann muss euer Bildschirm, naja, nicht schwarz werden, so wie bei mir. Das ist ja eine sehr mysteriöse Sache. Vielleicht ist das Spiel auch nur abgestürzt. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Grund hat, wieso ich gerade die Übertragung weggemacht habe und komische Sachen
Ein Typ hier. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit Honkai Star Rail. Grindet ordentlich rein. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Beschwören von Charakteren. Und wir machen nun weiter mit dem Video. Rex hat Bucky auch nur angegriffen, damit er eben festgenommen wird und er eben den Knast als Hotel ausnutzen kann. Zu trinken gibt es dabei auch genug, weil das Klo einfach mal diesen anderen Wasserfall abbekommt. Weil Speck dann auch vorher ausgebrochen ist, kann er mich dann schlimmer füttern als damals meine Oma mit irgendwelchen Teigtaschen. Wir sehen dann auch einen Fight von zwei normalen Kampfsportlern und der Kampf sieht echt geil aus, wenn er das Intro von einem neuen Tekken auf der PlayStation 2 von vor über 15 Jahren gewesen wäre. Dabei bekommt sie auch Besuch von Santa. Mit einem einzigen Kick und eben Abwerfen von einem schlechten Manga macht er hier Katsumi völlig fertig. Ritsu hingegen wird gemütlich mit dem Feuerversteck auseinandergenommen. Das Ganze geht hier sogar so weit, dass einer völlig ehrenlos kochendes Wasser auf Goki speist. Und ja, diese komplette Eskalation der Dinge führt auch dazu, dass Tokugawa erstmal alle an einen Ort versammelt. Baki kommt dann auch dazu und auch die Teilnehmer des Turniers, was vorher stattgefunden hat, sind nun hier. Damit treffen also die Kampfkunstmeister auf die Tokyo Revengers Straßenkämpfer. Dieses Mal gibt es aber einen echten Showdown. Ohne Ring und Regeln sollen sie sich gegenseitig abmurksen, egal wann und wo. Das ultimative Battle Royale geht damit los. Santa und Orochi kommen sich dabei auch sofort näher. Leider wird ihr Date hier von Kaio Retsu gestoppt. Orochi kommt immer zuvor und legt sofort los. Doch keine Sorge, Santa Abi setzt einfach mal Flammenwurf ein. Orochi macht dabei auf Zuko aus Avatar, kann das Feuer bändigen, wird aber dann auch sofort gekontert. Weil Santa nämlich noch krasser mit Schnüren umgehen kann als Sasuke. Er wurde hier so geschenkt, aber Orochi haut mit seinen Stümmel einfach weiter drauf. Das aber auch nur, um dann mit seinem Fluchtseil irgendwie das Weite zu suchen. By the way, in der Zwischenzeit hat sich auch Sikorsky mit der Mafia angelegt, wurde gefangen genommen, hat sich wieder befreit und dann, naja, mit einer Langhantel Baseball gespielt. Und am Ende hat er dann, naja, weil sein Gegner sich echt angestrengt hat, eine kühle Sprite auf ihn geschüttet. Währenddessen hat Baki Real Rap ein normales Date. Leider wird er dabei von einem anderen Monkey D. Ruffy gestoppt. Alter, der Typ ist ja tierisch muskulös. Ja, mit seinem Königshaki, und jetzt wirklich ohne Scheiß, verschafft er sich dabei aber Platz. Sein Date verläuft dann super, bis eben seine andere Flamme sich meldet. Bros helfen sich aber immer aus. Bei seinem Kuss nimmt sich nämlich Hanayama hier Speck vor. Bei ihrem Duell zeigt Hanayama auch hier mal seinen Demon Bag für Arme. Speck juckt das Ganze aber herzlich wenig. Er hat nämlich nur Mitleid und holt Hanayama was zum Sinn. Nee, okay, vergesst das wieder. Er macht hier also weiter und gibt Hanayama so richtig schön was auf seine Fresse. Und den Satz werde ich vermutlich heute noch sehr oft sagen. Er kann das hier auch einfach machen, weil dieser Bruder hier einfach mehrere Minuten ohne Atem aushält, genauso wie ich, wenn ich mir alle Minuten aufnehme. So kann er halt immer weiter und weiter machen. Eine einzige Faust von Hanayama ist dann aber krasser. Mittlerweile hat er nämlich sein Vorbild auf seinem Rücken übertroffen und schickt Speck so auf die Bretter. Ich meine, Junge, er wirft ihn sogar in den Müll. Speck hat aber einfach mal einen 500er IQ. Er schnappt sich nämlich eine Kugel und benutzt Hanayamas Maul als Gun. Hanayama steht aber trotzdem immer noch wie eine 1 und schockt dabei Speck mental als auch physisch. Damit ist er also K.O. und Hanayama übergibt ihn sogar eigenhändig der Polizei. Hanayama ging dann zwar los, weil der Job ja erledigt war, aber er hat dabei nicht bemerkt, dass Speck wieder auf zwei Beinen steht. Er hat nämlich alle erledigt und Hanayama damit zur zweiten Runde gezwungen. Und mit noch mehr Guns im Schlepptau hat Speck hier dieses Mal den Kampf für sich entschieden. Würde man jedenfalls denken, aber Hanayama hat einfach alles getankt. Weil er dann Yujiro Flashbacks bekommen hat, als er seinen Arsch versucht bekommen hat, ist er nochmal stärker geworden und konnte so allen Kugeln von Speck ausweichen. Dann durfte auch er mal so richtig ran. Speck zündet deswegen einfach mal eine Blendgranate. Hanayama schockt das zwar nicht, aber Speck konnte es ausnutzen. Doch dann musste Speck mit der Geheimwaffe von Hanayama aufnehmen, nämlich sein Armplatz-Move. Speck kontert deswegen mit seinem Finger, da Hanayama aber abseits vom Kämpfen ganz schön blöde ist, bringt das Ganze nicht wirklich viel und so konnte er den Kampf nun wirklich gewinnen. Speck kam damit ins Krankenhaus und das Ass-Whooping von Hanayama war dabei so krass, dass Specks physischer Körper sich seinem richtigen Alter angepasst hat. Er konnte nämlich so lange weitermachen und war gut gebaut, weil sein Traum der war, eine richtige Niederlage zu erleiden.
Nun, da sein Traum erreicht ist, hat er auch seinen Lebenswillen verloren. Und Baki, der ist ziemlich casual unterwegs und bekommt in der Schule eine kleine Standpauke. Also angenommen, Usain Bolt würde mit voller Geschwindigkeit über den Hof sprinten. Dann wäre er deswegen noch lange nicht in der Lage, in unser Klassenzimmer im zweiten Stock zu springen. Ja, keine Ahnung, Doyle macht hier irgendwie auf Yujiro und möchte kämpfen. Baki gibt ihm dann aber einen Tritt und verpisst sich. Doch dabei trifft er direkt auf den nächsten. Aber hey, einen Haircut for free nimmt doch jeder von uns an. Baki weicht hier also weiter aus und Obi-Goki revanchiert sich hier für die heiße Topfnummer von Yanagi. Nur war der Topf nicht warm, sondern eben kalt. Goki wollte ihn nämlich nur triggern, um ihn so absolut zu raiden. Weil Yanagi aber den heftigsten Kiefer ever hat, beißt er dann auf Jack Henma angelehnt ein Stück weg. Ach nee, warte mal, Goki hatte nur Flashbacks vom Turnier gehabt. Eigentlich hat Yanagi hier die Tigerkralle verwendet. Baki und Goki tun sich damit zusammen und können so richtig schöne, keine Ahnung, CGI-Schellen raushauen. Yanagi wehrt aber alles ab und flext dann mit seinen Fingerchen, dass er echt krass bei den Mädels ankommt. Danach zeigt er aber, was ihn wirklich krass macht. Er slappt Baki nämlich eine und setzt ihn so K.O. Mit der sogenannten Vakuumhand nimmt er nämlich den Sauerstoff, manipuliert die Luft mit seiner Hand und kann so seinen Gegner K.O. setzen. Weil er also gewonnen hat, halten Bakis Jungs erstmal Kriegsrat. Dabei werden sie auch von Santa höchstpersönlich gestört, der eben Geschenke für sie dabei hat. Auf korrekt hat er nämlich hier bei den teuren Spritpreisen ein wenig Benzin für alle mitgenommen. Gut, Orochi, Solomon, Katsumi kommen damit aber auch dazu und kontert hier Santa mit einem Gehfehler und mit seinen eigenen Waffen. Damit legt er auch seinen Stolz als Karatekämpfer ab, weil er eben hier zu dreckigen Methoden gegriffen hat. Retsu will ihn dann zwar mit seinem C finishen, aber Santa steht einfach auf, als wäre nichts gewesen. Ein weiterer Schüler von Orochis Karateschule, nämlich Kato, kommt dann auch dazu und trennt seine Öhrchen ab, als wären sie ein Möhrchen. Das konnte er aber nur tun, weil er die Angelschnur aus Detektiv Conan dabei hatte. Orochi legt dann ebenfalls nach und zeigt ihnen, dass Santa auch ihnen mit einer Schnur eine Falle gestellt hat. Er kann die Schnur aber hier mit seinen eigenen Händen cutten. Und damit möchte er beweisen, dass er eben nur diese als Waffe benötigt. Santa sieht das Ganze aber ganz anders. Deswegen pullt er einfach mal so eine Granate aus seinem Körper und jagt alle hoch. Gut, das haben zwar alle überlebt, aber fürs Erste sehen wir nur, dass Santa im Monkey Dragon Drip irgendwie geflüchtet ist. Man würde jetzt denken, dass er den Ninja Turtles irgendwie einen Besuch abstatten möchte, aber in Wahrheit ist er nur im Untergrund, weil dort einfach mal seine Batman-Höhle ist. Weil Kato aber nicht genug hat, hat er ihn verfolgt und möchte nun gegen ihn kämpfen. Santa bekommt also ein bisschen aufs Maul, aber lässt dann irgendwie all seine Flaschen platzen. Er packt nämlich seine Hand dann in Fett rein und baut sich, keine Ahnung, eine Faust aus Scherben. Kato will hier dreckig bleiben und sein Blut dafür ausnutzen, um eben das Sehvermögen von Santa zu trüben, aber das Ganze bringt rein gar nichts. Kato Abi geht hier vollkommen unter. Er macht hier nicht mal ernst, weil er den Kampf mehr genießt, wenn er auf Sparflamme kämpft. Kato fühlt sich also dazu gezwungen mitzumachen und kontert ihn mit seinen eigenen Bierflaschen. Ein einziger Clap von Santa reicht dann aber aus, um Kato eben zu stoppen. Doch dann gewinnt Kato irgendwie den Kampf. Ach nee, nicht ganz. Santa hat ihn nämlich unter ein Gen-Jutsu gesetzt und das ist jetzt wirklich real rap. Kato hat sich nämlich wegen der Hypnose von Santa nur vorgestellt, dass er ihn besiegen würde. Damit angelt sich Santa auch hier den Fisch und beendet den Kampf. Auf Disrespect angelehnt, verfrachtet er ihn sogar in den Boxsack von seiner Karateschule, mit dem Retsu dann später trainiert. Und ja, er hat überlebt. Keine Ahnung wie, aber er hat überlebt. Tatsumi ist aber ganz schön sauer und möchte nun wegen dieser Demütigung hier alle Karateschulen gegen Santa in den Kampf schicken. Die Shinshin-Kai-Schule macht ihn also ausfindig und lassen ihn nicht mehr alleine. Sie bringen ihn dann auf einen Rummel, wo ein Clown ihm eine Führung gibt. Was passiert hier? Aber hey, immerhin hat Santa ein bisschen Spaß, bis er auf einen Shinshin-Kai-Kämpfer trifft. Ja, yeah, irgendwie kämpfen die beiden dann auf der Achterbahn und nach einem kleinen Hin und Her springt Santa einfach mal mit ihm
runter, aber wegen seiner Schnur konnte er überleben. Zu seinem Pech stehen dann aber schon die anderen drei Pappnasen vor ihm, um mit ihm zu fighten. Besonders für Retsu ist dieser Kampf hier wichtig. Sein Meister hat nämlich damals gezeigt, wie ein Mann vor über 40 Jahren mit Hilfe des Konfus einen ganzen Raum freigemacht hat. Und das ist krass, weil die Konfu-Heinis eigentlich nur mit ihrer Kampfkunst aus Steinen Waifus formen konnten. Jedenfalls war dieser Mann natürlich niemand anderes als Santa höchstpersönlich. Retsu kann hier aber nicht gegen ihn kämpfen, weil man eben im Kung-Fu unter Schülern der gleichen Schule nicht kämpfen darf. Deshalb darf es hier Papa Orochi regeln. Und dieser hat einfach mal seine linke Hand wieder, was daran liegt, dass er einen vercrackten Arzt als Homie hat, der ihm seine Hand, naja, wieder angenäht hat. Er haut also richtig rein und kontert damit Santas Itemtasche, die er im Magen verbunkert hat. By the way, in der Zwischenzeit feiert Baki weiterhin seinen Romance-Anime-Arc und erhält sich komplett aus den Kämpfen raus. Dabei wird er aber auch gestört, weil sein Daddy ihn einfach mal beobachtet. Fürs Erste kommen wir mal zurück zu den CGI-Schellen, denn ich weiß nicht, was Santa da macht, aber eine frohe Bescherung ist es auf jeden Fall nicht. Wie dem auch sei, Orochi wird dann hier auch von Santas Genjutsu getroffen und denkt eben, dass er hier den Kampf gewinnen würde. Und das Ganze sieht außerhalb übrigens sehr lustig aus. Bevor er dann aber gefinisht wird, kämpft er wieder richtig. Orochi steht zwar hier unter Hypnose, aber er weiß ganz genau, dass er in einer Hypnose gefangen ist. Deswegen kann er auch immer noch kontern. Er sieht nämlich alle Moves von Santa voraus. Er kämpft also gerade gegen den echten und Hypnosen-Santa gleichzeitig. Orochi dreht also richtig auf und zeigt ihm mal wahres Karate. Er zerbröselt sogar dabei sein ganzes Skelett auf Mortal Kombat angelehnt. Für Orochi ist dieser ganze Kampf hier auch extrem persönlich, weil eben Santa die Kampfkunst nicht zu schätzen weiß. Bevor Orochi es aber hier beendet, darf niemand anderes als Kato selbst ran. Seine Wunden sind zwar extrem, aber sein Verlangen nach Rache ist noch viel größer. Bei diesem Anblick gibt Santa aber auf und fängt an zu heulen wie eben ein Wassersprenger. Ja, das Ding ist, Santa kommt dabei ins Krankenhaus, haut in der Nacht dann wieder ab und gibt dann Orochi eine Schelle mit seiner Hand, indem er ein Feuerzeug installiert hat. Ja, das endet nicht gut für unseren Doppo. Bei seinem Treffen mit Retsu will er dann auch mal richtig gegen ihn kämpfen. Und dabei holt er sich von diesem dann mal eine richtige Niederlage ab. Retsu macht ihm dabei auch klar, dass er niemals einen richtigen, wahrhaftigen Kampf gewonnen hat. Und diese Aussage führt dann dazu, dass sich Santa wieder so fühlt wie ein kleines Kind. Ich hab keine Mami mehr. Ich will Bonbons. Ja, damit ist er nun auch raus. Bakis Romance Anime Arc war in der Zwischenzeit auch echt erfolgreich. Seine Waifu wollte nämlich Baki nachts auf ihr Zimmer lassen, aber dabei traf sie nur auf Sirkoski. Weil Baki bei seiner Waifu mieser am Lurken war als jeder Zuschauer bei Twitch Girls, kann er sie nochmal retten. Aber das Ekelpaket nutzt dann eine Sekunde der Unachtsamkeit aus und kann sie doch nochmal entführen. Während er seine Flamme zurückgewinnt, schaut sich die Regierung nach Optionen um, wie sie die Strafe da wieder fassen können. Sie wollen also hier Olivier einschalten. Er selbst ist zwar auch ein Insasse, aber wird oft bei der Festnahme von eben Straftätern benutzt. Wir bekommen dabei sogar eine Kostprobe von seinen Skills, weil er auf niemand anderes als Rick Sanchez trifft. Ich habe auf Sie gewartet, Mr. Oliver. Erinnern Sie sich an mich? Ich schlage vor, Sie ziehen sich erstmal aus. Ja, dabei kann ich ganz schön easy one-hitten. Naja, jedenfalls ist dieser Brand nun in Japan und macht Jagd auf die letzten drei Idioten. Also, Sirkoski hat Bakis Waifu auch nur gekidnappt, weil niemand anderes als Yujiro es von ihm verlangte. Sirkoski hat das Ganze gemacht, weil er eben gegen den Stärksten überhaupt kämpfen möchte. Aber dabei wird er nicht nur fertig gemacht, nein, auch Olli zeigt ihm mal seinen Platz. Natürlich kommt dann wenig später auch mal Baki dazu. Er geht dabei auch sofort auf Sirkoski los und hat wieder miese Flashbacks von seinem Kampf gegen eben Jack, weil er eben hier genauso deftige Schellen wie damals raushaut. So kann er Sirkoski also rausjallern und damit töten. Er geht zwar sofort danach auf Olivier los, aber das Ganze bringt nichts, weil er ein Berg von einem Mann ist. Und auch Sirkoski ist gar nicht tot und wieder back im Game. Da hilft Baki auch nicht sein komischer Tsubasa-Fallrückzieher. Das Ding ist, Sirkoski hat hier überlebt, weil er einfach mal ein Kletter-Main ist. Er kämpft dann ein bisschen dreckig gegen Baki und springt wieder raus, als die Polizei dazu kam. Am Abend kommt ihn dabei aber mal Baki einfach besuchen. Wer hat dir erlaubt, eine Hose anzuziehen? Bro, Baki, chill mal. Ja, das Ding ist, Baki lässt ihn hier nicht mal antworten und steckt ihn sogar in den Eimer, weil er, ja, zu hässlich ist.
Er besiegt ihn zwar ziemlich easy, aber Oliver kommt einfach mal dazu und diese Ablenkung lässt Sierkowski dann ein Comeback hinlegen, was Oliver eigentlich nur für eine Free-Massage ausnutzt. Okay, danach wird er aber wirklich gefangen genommen, was hier heißt, dass nur noch zwei von den Geflohenen fehlen. Außerdem sind Oliver und Bucky irgendwie Best of Friendos geworden. Jedenfalls macht Oliver ein bisschen auf Recherche, ist der Main-Character von diesem Anime hier geworden und bekommt dabei sogar ein Käffchen von eben Doyle, der sich als Frau verkleidet hat, weil, keine Ahnung, das hatte legit keinen Grund. Problem ist nur, dass nach der ganzen Zeit im Knast diese Aufmachung Oliver echt gefällt, weil er macht sich hier für Doyle echt fresh. Mit seiner Klinge kann Doyle dann Oliver zum Einknicken bringen, da die Klingen eben vergiftet sind. Weil er aber legit überall Klingen hat, wird Oliver hier fett von ihm genervt. Doyle kann dann aber offscreen irgendwie durch den Lüftungsschacht entkommen. Oliver wird also abgelenkt und möchte mal testen, ob Goki Style, der die Stärke vom Gegner gegen ihn ausnutzt, gegen seine Muskeln ankommt. Und tatsächlich wird er hier vom legendären Anime-OP überzeugt. Während das Ganze auch passiert, fährt Doyle gerade mit der Bahn, nur eben als Schwarz. Oliver hingegen vertreibt sich dann die Zeit, indem er einfach mal Megure im Judo komplett auseinander nimmt. Nachdem er also den gesamten Judo-Sport in 5 Minuten durchgespielt hat, will auch Goki wieder ran. Dieser weicht dabei sofort aus und während er dies tut, hat er einfach mal die Hand von Oliver gebrochen. Wir sind dann auch völlig random, dass auch die Seiden-Oberschule für den nächsten Wintercup trainiert. Ach nee, das ist Kosho, der Typ aus dem letzten Turnier. Ihr wisst schon, Kosho, der Typ, der noch krasser mit menschlichen Nerven gespielt hat als AC/DC mit seiner Gitarre. Er möchte nur noch mitmischen, um seine Niederlage aus dem Turnier wieder wettzumachen. Also begrüßt er Doyle mit seinen Stinkefüßen. Doyle hat aber hier immer noch seine ganzen Messerchen im gesamten Körper, die aber irgendwie nicht wirklich viel bringen. Gut, zugegeben, seine Shotgun, die er in seiner Hand installiert hat, wirkt dann doch nochmal. Doyle fährt also hier all seine Messerchen aus und möchte den Kampf nun beenden. Kosho möchte ihm dabei zuvorkommen, aber fliegt in die Luft wegen dem Sprengstoff von eben Doyle. Und was Baki angeht, also als er in der Nacht ganz fest an seine Freundin denkt, wird sein Wunsch wahr und sie legt sich tatsächlich zu ihm ins Bett. Ja, das ist ein echt komisches Vater-Sohn-Wiedertreffen. Aber immerhin hat sein Papi ein paar Ratschläge für seinen Sohnemann parat. Wenn du stärker werden willst, tu es. Tu es morgens, mittags und abends. Tu es und dann tu es gleich nochmal. Noch kommt es aber hier nicht zu ihrer Vereinigung. Also, back to business. Kosho wurde komplett auseinandergenommen und sein Bro Dr. Shinogi kümmert sich aktuell um ihn. Dazu kommt noch, dass er wieder auf Jack Hanmer trifft, der sich einer Knochenverlängerung unterzogen hat, um noch größer zu werden. Und obwohl er ihnen letztes Mal den Arsch rasiert hat, hat Jack die von Dr. Shinogi höchstpersönlich bekommen. Wir sehen dann auch, dass Doyle und Retsu sich komplett zufällig, also jetzt wirklich zufällig, im Einkaufszentrum treffen. Nur gehen sie dann nicht kämpfen, sondern etwas trinken. Und erst dann wird das Feuerversteck wieder mal ausgekramt. Retsu kann das Ganze aber hier sofort kontern und zurückwerfen. Er möchte nämlich Doyle mal zeigen, wie es ist, seine Medizin zu schmecken. Retsu setzt Doyle dann auch mal fest und flext mit seinen Samurai-Künsten. Mit seiner Smoke kann Doyle hier aber nochmal hinterlistig zuschlagen. Retsu nimmt ihn aber wieder auseinander und kramt dann einen großen, langen Stab aus seiner Hose. Doyle feuert dann zwar wieder mal los, aber Retsu war auf alles vorbereitet. Doch vor dem wirklich, wirklich letzten Schlag bekommt Retsu dann eine Spritze von Jack ab. Er möchte nämlich selber gegen Doyle fighten, aber erst wenn dieser sich wieder regeneriert hat. Also zieht er erstmal ab. Und Doyle ist zwar wirklich sehr hinterlistig, aber trotz seiner Wunden, die er eigentlich verarzten sollte, hält er hier zwei Tokyo Revengies auf, als sie eben Retsu, der bewusstlos war, beklauen wollten. Weil also nach den beiden Hunden ein richtiger Hund Stress gemacht hat, ist Doyle einfach mal so die ganze Nacht bei Retsu geblieben, um ihn zu beschützen. Retsu revanchiert sich also hier für diese Ehre und bringt ihn zu einem Arzt. Dabei macht er auf Spider-Man und läuft einfach mal über Wasser. Und keine Ahnung, nach seiner Behandlung hat Retsu sogar einfach mal für ihn gekocht. Also basically führen die beiden jetzt eine Beziehung. Aber naja, auf Monster-Manga-Ende angelehnt verschwindet Doyle dann am nächsten Morgen.
Er sucht nämlich die Shinshinkai-Schule auf, um sich für die Blutspende, die er bekommen hat, zu bedanken. Er spielt dann aber wieder dreckig. Er sagt nämlich, dass er einen Karateanzug bei dem Kampf anziehen möchte. In Wahrheit zieht er aber einen Aluminiumanzug an, verteilt Mehl und mit einer Staubexplosion jagt er alles hoch. Also der Typ ist wirklich dreckig, aber verdammt kreativ. Doll kann zwar so abziehen, aber trifft dann wieder auf Orochi, der richtig sauer ist. Und ja, natürlich hat er die Nummer von eben einfach überlebt. Damit gibt's also hier wieder ordentlich auf die Fresse. Am nächsten Morgen wacht Doyle dabei in der Karateschule auf und trifft wieder Katsumi, der natürlich miese Wunden wegen der Nummer von gestern hat. Also wird er von Katsumi immer wieder und wieder durchgelassen als auch K.O. geschlagen, bis er eben seine Niederlage zugibt. Also die nehmen das hier wirklich ernst, als wäre das richtige Arbeit. Er bekommt immer wieder auf die Fresse, aber die machen sogar zusammen Mittagspause. Weil Doyle auch einfach nicht zugeben möchte, dass er verloren hat, feuert Katsumi eine absolute Rakete von einem Schlag in seine Fresse. Doch Katsumi gibt den Kampf dann irgendwann auf, weil er es einfach nicht übers Herz bringt, ihm eine weitere Faust zu verpassen. Deswegen sucht Doyle also Katsumi wieder auf und kniet vor ihm nieder. In der Zwischenzeit geht Tokugawa dann Kubimatsu besuchen, der irgendwie ein krasser Dude ist und, naja, sich übelst heftig einen reinsmoked. Dieser zeigt hier auch Tokugawa, wie die Vakuumhand eigentlich funktioniert, da er eben auch der Meister von Yanagi ist. Übrigens ist Yanagi auch so ein Psycho, dass er die Hand seines Meisters genommen hat und die sogar als Andenken bei sich stehen hat. Also, er erklärt ihm, dass man für die Giftattacke alle giftigen Zutaten in Sand einlegen muss. Dann tuckt man seine Hand einfach ganz oft in den Behälter ein und auch entgiften muss man dann die Flosse. Das Ganze tut man jeden Tag mehrere Male und so kann man die Vakuumhand anwenden. Oder die Gifthand, was auch immer. Und keine Ahnung, also Baki ist diese ganze Staffel lang nur am rummachen. Naja, wenigstens haben die beiden es endlich mal auf die letzte Base geschafft. Dabei macht Baki auch die Erkenntnis, dass Sex und Kämpfe eigentlich das gleiche sind. Da Baki nun auch geliebt hat und das echt oft, ist er nun richtig erwacht und bereit für eben Yanagi. Post-Sex-Timeskip Baki, und ich weiß, wie lächerlich das klingt, ist aber dabei eine ganz andere Nummer. Doch Yanagi hat hier immer noch seinen legendären Peitschenschlag, der einfach mal anders reinjallert. Doch diese Technik kennt Baki bereits schon von seinem Vater. Nur hat er diese nie angewandt, weil sein Dad ihn damals beigebracht hat, dass nur Kinder und Frauen Backpfeifen verteilen. Für Yanagi kramt er dann aber mal die alte Technik raus. Bevor er es hier aber zum Ende bringen kann, kommt auch Tsiolkovsky dazu. Baki nimmt es dann aber einfach mal mit beiden auf. Mit seinem neuen Riss ist er nämlich so angsteinflößend, dass sie sich nicht mehr bewegen können und eine fette Zuhälterschelle von Baki kassieren. Das Ganze geht hier so weit, dass Baki sogar die beiden gegeneinander ausspielen kann. Weil ihm stärker werden aber nun völlig egal ist, rennt er mit seiner Waifu einfach weg. Katsumi und Doyle sind in der Zwischenzeit auch Besto Friendos geworden. Sie trainieren hier sogar vor Doyles Abreise Karate, damit sie miteinander verbunden bleiben. Er bekommt dabei sogar den schwarzen Gürtel der Shinshinkai-Schule. Doyle hat hier also sein Redemption-Arc und wird nun happy. Da das Ganze aber der Baki-Anime ist, passiert es nicht, weil Yanagi noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Mit seinem Gift nimmt er hier Doyle das Sehvermögen und bringt ihn somit seinem schwarzen Gürtel um. Gut, das alleine reicht natürlich noch nicht ganz aus und Doyle kann auch seine Hinrichtung mit einem Stahlarm blocken. Fürs Erste geht er dafür aber unter. Der letzte, Tsiolkovsky, trifft dann auch mal auf sich selbst, aber in nicht so wack. Also eben Jack Hanma. Und dieser versohlt ihn dann auf dem Klo den Arsch. Er flüchtet deswegen in eine Telefonzelle und dabei knurren sie sich beide an. Tsiolkovsky wollte nämlich so irgendwie Jacks enorme Größe kontern. Doch mit einem Punch haut Jack ihn dann kaputt. Als Tsiolkovsky dann wieder zu sich kommt, befindet er sich in der Untergrundsarena, wo Jack weiterkämpfen möchte. Und naja, Tsiolkovsky gefällt das ganze Rampenlicht so sehr, dass er bei dem Ganzen auch einfach mal mitmacht. Ich meine, der Typ ist jetzt richtig ready. Jackie Lion schickt den Kleinen aber sofort fliegen. Dabei grabt sich Tsiolkovsky auch einfach mal so eine kleine Schraube und den Gehstock von einem alten Sack. Natürlich bringt das gegen Jack aber rein gar nichts. Die Schraube frisst er dabei einfach auf. Ich meine, hey, er ist schließlich nicht so blöde wie Kakashi damals. Doch dann geht er einfach mal aus der Arena und wechselt hier Gaia ein. Ihr wisst schon, Gaia, das Monster aus dem Militär, der Baki ausgebildet hat. Er nutzt auch hier mal wieder seine Umgebung brutal aus und setzt hier Sandwirbel ein. Was ziemlich gut ist, weil natürlich vor den ganzen Kämpfen überall Zähne rumliegen. Damit wird dieser ganze Kampf hier also zu reinem Mobbing.
Gaia fühlt dann nochmal richtig seinen inneren Sunagakure Ninja und verschwindet dann mit dem Sand, um Sierkowski eben seine Nase zu klauen. Ja, mit dem Sand ist er nun so smooth unterwegs, dass Sierkowski ihn gar nicht mehr sehen kann. Wir kommen damit zu Goki, der sich Yanagi stellen möchte. Bevor es aber soweit ist, kommt der alte Hund Motobe zurück und möchte sich hier Yanagi grabben. Mit seinem Schwert dribbelt er ihn und mit seiner anderen Waffe gibt es eine schöne Zahnbehandlung. Auf der anderen Seite, naja, dominiert Gaia Sierkowski komplett. Er zählt auch hier vor seinen Angriffen von 10 runter und bricht damit Sierkowskis Mentale vollständig. Was eben dazu führt, dass dieser aufgibt. Auch draußen spielt Motobe mit Yanagi auf dem Spielplatz. Motobe kann ihn dabei sogar seine legendäre Gifthand abhaken. Yanagi ist zwar eigentlich krasser, aber weil er zu sehr auf seine Gimmicks vertraut hat, ist er echt schwach geworden. Doch im Anblick von einem anderen Monster ist Motobe dabei nur eine Eintagsfliege. Ja, Yujiro Hanma ist hier auch am Start. Yanagi akzeptiert zwar Yujiro als Nummer 1, aber er findet hier, dass dieser nicht das Recht hat zu entscheiden, ob er eben verloren hat oder nicht. Yujiro respektiert dabei seine Eier und lässt sie weiter kämpfen. Womit auch hier Goki bei ihrem Kampf eintritt. Und ja, keine Ahnung, Yujiro raidet dann doch nochmal den Ass von Yanagi. Zum Glück sind wir aber, dass es Doi mittlerweile etwas besser geht, da er eben überlebt hat. Nun muss er es jetzt mit Oliver aufnehmen, der ihn K.O. umarmt und das, meine Freunde, bedeutet, dass nun alle 5 Sträflinge endlich erledigt sind. Nur hat Baki mit all dem nichts zu tun gehabt und ist mittlerweile mies abgemagert. Seine Waifu zwingt ihn also dazu, Dr. Shinogi aufzusuchen. Und dieser klärt sie auf, dass Bakis Zustand extrem ist. Das Ganze liegt nämlich hier an Yanagis ekligen Giftschellen. Während er also mies am Chillen ist, sehen wir mal Mohammed Ali Jr. Ja, er gibt Bakis Freundin einen Glücksbringer und geht dann ein bisschen trainieren. Er sucht auch etwas später Yujiro auf. Die beiden kennen sich nämlich aus der Vergangenheit. Damals kämpfte nämlich Mohammed Ali Senior in Japan gegen Igari. Bei seinem Training traf dann der Gott des Sports auf den Teufel, Yujiro Hanma. Mit seinen Monkey D. Ruffy Flipflops konnte er damals allem ausweichen und Yujiro wollte ihm mit diesem Kampf damals klar machen, dass er nie wirklich ein Boxer war, sondern eben ganz andere Techniken verwendete. Er wollte ihm damals also mal einen echten Kampf schenken. Yujiro machte dann ernst, hat seine Sneaks weggelegt und hat seine Händchen gehalten. Wir sehen aber in Wahrheit, dass er enormen Respekt für Ali hatte, weil dieser eben einen unglaublichen Willen hat. Er hat für seine Leute gekämpft und immer die Schwachen unterstützt. Für Yujiro, der Stärkste der Welt sein wollte, war Ali jemand, den er durchaus verstehen konnte. Also wollte Ali, dass Yujiro auch mal seinen Sohnemann kennenlernt. Doch bevor wir ihr Treffen sehen, sehen wir Baki, der wieder im Wald bei seinem alten Lehrmeister Ando ist. Dieser zaubert ihn also einen geilen Mix zum Gesundwerden. Gut, aber erstmal wieder zurück zu Ali und Yujiro. Ali hatte damals eine unglaubliche Technik entwickelt, die er aber nicht vollenden konnte, weil er damals zu einer Pause gezwungen wurde. Doch sein Sohn sollte diese eben vollenden. Yujiro hat ihm aber natürlich trotzdem Schläge gegeben. Aber hey, er hat es immerhin getankt. Wir kommen damit aber wirklich zum Allerwichtigsten, weil Baki wieder mal in der Höhle seines Affen-Homie ist. Dabei trifft er auch auf den Sohnemann von dem Affen, den sein Dad umgebracht hat. Nach einem kurzen Vibe-Check der beiden übernimmt dann Retsus Bakis Zustand und möchte ihn nach China bringen. Baki wacht dabei also in einen Tempel wieder auf und Retsu möchte hier, dass er beim Reitai-Turnier von ihnen mitmacht. Um sich aber dafür zu beweisen, muss er erst gegen Sho gewinnen. Baki post also dabei wie sein Dad und umarmt seinen Gegner. Er weicht hier allem aus und setzt Sho dann ab, als wäre er sein Daddy. Er könnte den Kampf jede Sekunde gewinnen, aber spielt hier nur rum, was Sho zur Aufgabe zwingt, weil er ganz genau weiß, dass er schwächer ist. Das Ganze passiert auch hier, weil Retsu gecheckt hat, dass Baki wieder kämpfen muss, um sich eben heilen zu können. Und das Reitai-Turnier, was nur alle 100 Jahre stattfindet, ist eben perfekt dafür. Der Gewinner von diesem Turnier bekommt dann auch den Titel des nächsten großen Kaios. Baki juckt das Ganze zwar überhaupt nicht, aber Retsu teilt ihm mit, dass auch Baba Yujiro bei dem Ganzen mitmachen wird. Und auch Mohammed Ali Jr. ist hier eingetroffen. Er bittet auch den großen Kaio darum, am Turnier teilnehmen zu dürfen. Also haut auch er einen Kämpfer für seine Teilnahme K.O. Und selbst wenn Baki hier Blut spuckt, macht er einfach immer weiter, um endlich seinen Vater zu bezwingen. Dieser macht aber gerade auf Babysitter mit eben Ali Jr. Dabei packt Yujiro auch die Technik aus, die damals Ali bezwungen hat, nämlich das sich hinlegen.
Ja, nee, wirklich jetzt. Ali kontert aber diese unglaubliche Taktik damit, indem er einfach geht. Was Yujiro ganz schön ausflippen lässt. Fledermaus sei 12 Leute haben sich hier versammelt, um den großen Titel des Kaios zu kämpfen. Und warum auch immer, ist auch Santa King Klaus wieder hier. Viel wichtiger ist aber hier, dass Kaio Kaku, der 146-jährige Sieger des vorherigen Turniers, ebenfalls mitmacht. Mit den ganzen Special Guests wie eben Yujiro, Baki und Ali Jr. werden es dann insgesamt 16 Teilnehmer. Yujiro darf dabei sofort ran und muss gegen Retsus Meister Kaio Ryo kämpfen. Sein Gegner hat dabei auch echt wenig Widerstand, weil Yujiro einfach mal reinlangt und den OP so fertig macht und er reißt ihm sogar sein Gesicht raus und schmeißt es weg. Im nächsten Kampf sehen wir dann Kaio Yo und Ali Jr. Leider ist unser Box-Champion echt ehrenlos. Nun darf auch Baki ran, auch wenn dieser aktuell aus dem letzten Loch pfeift. Zu seinem Pech muss er hier auch gegen Kaio Lee antreten, einem Gifthandmeister. Natürlich trifft er so wieder direkt auf sein Kryptonit und schwellt am ganzen Körper an. Er saugt es aber hier einfach selbst raus. Baki greift daraufhin auch auf Yujiro zurück, aber sein Gegner geht einfach nicht zu Boden, weswegen Baki hier extrem viel Gift abbekommt. Sein Wille bleibt hier zwar eisern, aber sein Körper gibt leider nach. Seine ganzen Muskeln sind nämlich beinahe verschwunden. Doch Retsu erkennt dabei, dass in Wahrheit das Gift hier seine Wirkung verliert. Und die Tränen seiner Waifu machen ihn dann wieder komplett fit. Die Gifthand von Lee ist nämlich Teil von geheimer chinesischer Kampfkunst und kontert so das Gift, was er vorher von Yanagi abbekommen hat. Nun ist Lee also kein Gegner mehr, Baki zerschmettert seine Fingerchen und gibt ihm einen bösen Uppercut, auf dem eine weitere Faust folgt. Nun ist er wieder gesund und gewinnt hier den Kampf. Damit ist also ein völlig neuer Baki geboren. Daraufhin wird auch mal so richtig schön reingespachtelt. Retsu ist aber auch ein richtiger Abi und gibt Baki hier 10 Liter Wasser gemischt mit 4 Kilogramm Fructose. Sein Körper fängt deswegen also an, richtig zu dampfen und so bekommt Baki seine Prime wieder. Dabei sehen wir auch mal, was der gute Kaio Kaku so drauf hat. Ja, der OP ist halt wirklich oldschool und hat noch die alten Tricks drauf. Er zieht seinem Gegner die Hose runter und finisht ihn dabei absolut ehrenlos, aber dafür ziemlich effektiv. Sein Gegner ist also richtig sauer und lässt sich danach auch von Yujiro provozieren. Damit kommen wir also zurück zu Baki. Wegen seiner ganzen Regeneration hat er den ganzen Tempel auch mittlerweile in eine Sauna verwandelt. Junge, Baki hat sogar einfach mal jetzt eine Super Saiyajin Aura. Aber erstmal kommen wir zum nächsten Kampf. Santa darf hier nämlich wieder kämpfen, weil Olli ihn mitgebracht hat. Weil er bei seinem Kampf aber dann seinen Lutschbonbon verliert, wird er ganz schön sauer als WDR Majin Buu und naja, macht dann eigentlich gar nichts. Er bekommt auf die Fresse und verliert. Olli isst dann aber seinen Bonbon selber und gibt es Santa so zurück, weswegen er wieder aufstehen kann und geht. Da Kaio Yo aber mit dem Kampf hier nicht zufrieden ist, lässt er sich auf Ollis Vorschlag ein, nochmal zu kämpfen. Dieser überlässt ihn sogar den ersten Schlag, weil er seinen Körper eben so heftig trainiert hat. Er hat schon unzählige Dinge auf seinen Körper schießen lassen und ist hier sehr überzeugt. Olli dribbelt ihn dann aber ziemlich easy, indem er einfach mal von oben nach unten schlägt und ihn so kaputt knickt. Ja, dann kämpft man nochmal zwei normale Kaios, einer aus Japan und der andere aus China. Aber seien wir ehrlich, wen juckt das schon? Baki und Yujiro sicher nicht, weil die während der Runde einfach am Quatschen sind. Yujiro gibt ihnen hier auch einen kleinen Reality-Check, weil Baki eben glaubt, dass er es mittlerweile mit seinem Daddy aufnehmen kann. Danach darf sich Retsu auch gegen die Testversion von Hoing Ming Son behaupten. Er geht dabei sofort Händchen halten und zeigt seinem Gegner damit, dass seine Griffkraft, auf die er so stolz ist, ziemlich lächerlich ist. So wird auch dieser Kampf hier kurz und schmerzlos beendet. Weil also nach der ersten Runde nur noch zwei Chinesen übrig sind, hat Kaku keinen Bock mehr auf das Loser-Komitee von den Chinesen. Also nimmt er sich seine Hände und verarbeitet sie zu einem Dönerspieß. Der andere, der noch kämpfen darf, wird ebenfalls K.O. geschlagen. Außerdem ersetzen sie einfach mal so zwei Kämpfer. Einer von ihnen ist dabei auch der Sohn von Kaku. Die Chinesen wollen hier auch nicht mehr in einem Turniersystem kämpfen, sondern in einem 5 gegen 5 Teamkampf. Also quasi Chinesen gegen die Ausländer. Was hier auch heißt, dass Vater und Sohn nun Seite an Seite kämpfen müssen. Auch wenn Baki das nicht möchte, muss er hier einfach die Herausforderung der Chinesen annehmen und bildet ein Team mit ihm. Als erstes darf dabei Olli Unchained gegen Shobo und Ron kämpfen, der durch etliche Kämpfe im chinesischen Untergrund ebenfalls den Namen Mr. Unchained bekommen hat. Nun wird sich wirklich zeigen, wer von den beiden frei ist.
und zu seiner Überraschung wird hier sofort die Keule von Ollie geblockt. Shobo und Ron kann hier sogar richtig austeilen und hat dabei nicht mal seine Hände aus den Taschen genommen. Und auch sein Zeh hat es hier ordentlich in sich. Ja, der Bruder ist halt einfach zu krass für Ollie. Das Ding ist nämlich, er macht sich hier die Haltung der Samurai zunutze. Er greift erst im allerletzten Moment an. Das Ganze macht Ollie dann auch einfach mal nach, auch wenn er selbst keine Taschen parat hat. Dafür fängt er sich aber sofort eine Schelle. Ron provoziert ihn sogar und kommt hier richtig nah an ihn ran. Aber Oliver kann dabei keinen Angriff ausführen, denn Ron ist einfach zu schnell und durchschaut seinen Gegner. Oliver versteht dann aber die Technik und kann dann endlich mal nach vielen Einstecken einen Treffer landen. Natürlich reicht der alleine noch nicht aus. Ron macht also hier wieder ein Comeback und Ollie ist nur noch am Kassieren, bis er sich eben Ron grabbt und ihn eine fette Kopfnuss verpasst. Ja, Ollie hat nämlich nicht richtig gekämpft und jetzt, wo er ernst macht, naja, brechen die Finger von Ron an seinem Körper ab und er wird zu einer kompletten Lachnummer. Den ganzen Kampf löst Oliver dann aber schlussendlich mit Köpfchen. Weswegen es auch im Anschluss eine brüderliche Faust von Yujiro gibt. Kaku fühlt sich nach der weiteren Niederlage auch echt richtig heftig disrespected. Deswegen möchte er auch den Rest der Kämpfe alleine gewinnen. Sein Sohn fordert aber hier, dass er zuerst kämpfen darf. Aber gut, mit einem Ausweichen, Schlag und weiteren Kick hat Baki einfach mal so den Kampf innerhalb von Sekunden beendet. Dabei klatschen Vater und Sohn sogar ab, obwohl, naja, keine Ahnung, Yujiro seine Mami eigentlich umgebracht hat. Der nächste in ihrem Team passt dabei natürlich nicht in ihren Haufen rein und muss dabei gegen Retsu kämpfen. Nach einem langen Kampf greift sich Retsu mit seinen Zehen die Hand seines Gegners und demütigt ihn vor versammelter Mannschaft. Ich meine, Junge, der kann sogar einfach mal so sein Bärtchen stutzen. Er kaut sich also zurück und ist nur noch am Kassieren. Retsu macht dann mal so richtig, richtig ernst und trifft ihn so, dass sein Körper automatisch aufsteht, wodurch er ihm eine aufs Maul geben kann. Aber obwohl Retsu so viel stärker war, muss man zugeben, sein Gegner hat sich enorm gut gehalten. Retsu erkennt ihn deshalb auch als ebenbürtig an. Damit darf auch nun Ali Junior gegen Kaiohan kämpfen. Und man haut seine Schellen rein. Ali Junior beweist hier Kaiohan, dass seine Kampfkunst nicht ohne ist. Und mit absolut feiner Technik schickt er seinen Gegner sofort auf den Boden. Damit bleibt also nur noch Iobi übrig und sein Gegner ist niemand anderes als Yujiro Baba Hanma. Vor ihrem Kampf hat Yujiro aber ziemlich viel Respekt für den OP übrig und hypt ihn für die ganze Crowd hoch. Seine ersten Angriffe wehrt er dabei aber ziemlich spielend ab. Und dann gehen sie erstmal spazieren. Er will nämlich wissen, wie Kaku so stark werden konnte und wie er es bewältigt hat, alles dafür zu opfern. Kaku erklärt ihm dabei, dass das Schlimmste von allem war, als er seine Kraft, die er sich so lange aufgebaut hat, aufgeben musste. Damals war er nämlich genauso wie Yujiro. Und bei seiner Reise, der absolut Stärkste zu werden, wurde er von einem alten Anime-Opa gehumbelt. Was ihn zu dem Schluss brachte, dass er seine ganze Besessenheit des Trainierens seines Körpers hinter sich lassen muss. Er konzentrierte sich also nur noch auf das Training seines Verstandes. Er wurde bei diesem Prozess zwar immer mickriger, aber durch die Logik, die er sich aufgebaut hat, konnte er endlich Muskelprotze besiegen. Genau das zeigt auch hier Yujiro. Mit all seinen Kampfkünsten, die er drauf hat, kann er hier spielend ausweichen. Er kontert hier sogar Yujiros Schläge, indem er seinen Kiefer ausrenkt, um die Kraft von Yujiro bei einem Schlag umlenken zu können. Das sogenannte Shaori ist nämlich eine Kampftechnik, die eben die Muskeln entspannt, bevor die größte Gefahr, also ein Schlag, eintritt. Er hat seine Form geändert und konnte so die Verteidigung meistern. Was heißt, dass Yujiro mit seiner Rohngewalt hier nicht weiterkommt. Da Kaku nämlich seinen Instinkt abgelegt hat, versteift er nicht mehr bei einem Kampf. Yujiro weiß also, um zu gewinnen, muss er diese Instinkte wieder zurückbringen. Er macht es also hier trickreich, zieht dem Opi ein Haar raus, weckt so seine körperlichen Instinkte und haut richtig zu. Kaku steckt aber weg, haut dann auch mal zu und bringt Yujiro sogar in die Defensive. Etwas, was Baki noch nie vorher gesehen hatte. Bei den Schlägen von Opi Kaku macht das Ganze aber hier Sinn. Der Opi hat es nämlich geschafft, das defensive Shaori als Kampftechnik in eine Offensive umzuwandeln. Noch bevor der Schlag eintritt, ist die Entspannung der Muskeln davor viel, viel wichtiger. Yujiro passt sich hier also an und entspannt sich ebenfalls vor dem Kassieren von Schlägen. Das tut er aber nur, um sich eben über das Ganze lustig zu machen. Er kann die Technik zwar, aber schwört hier, sie nie wieder einzusetzen, weil sie ihm eben nicht männlich genug ist. Dann zeigt er auch mal wieder seinen legendären Erdbebenschlag. Er macht dann so richtig ernst und gibt dem Opi eine Faust nach der nächsten. Yujiro benutzt dabei die Mauer als Bande, um so Kakus Shaori gegen ihn auszuspielen.
weil der OP dann aber auch wieder Schläge landet, wird wieder mit dem legendären Demon-Bag geflext. Und selbst mit seinem Naruto-Run kann Kako hier nur kleine Kratzer anrichten. Yujiros Rücken nimmt dann eine noch viel fiesere Fratze an und gerade als Yujiro Kako besiegen wollte, stirbt der Opa einfach mal im Stehen, als wäre er Whitebeard. Was eben hier bedeutet, dass Yujiro es nicht zu Ende bringen konnte, was für ihn genauso schmerzhaft ist wie eine Niederlage. Später stellt sich aber heraus, dass dieser OP hier nur ein Nickerchen gemacht hat und sich totstellte. Was also heißt, dass er mit seiner Kampfkunst gewonnen hat. Als Yujiro das Ganze dann mitbekommt, muss er seine Depris erstmal mit einer Coke ertränken. Damit geht es aber erstmal wieder zurück nach Japan. Baki fällt nach dem Ganzen auch hier den Entschluss, nie wieder zu kämpfen. Er will nämlich nur noch gegen seinen Vater antreten. Deswegen lehnt er auch hier Ali Juniors Einladung zum Kämpfen ab, weswegen diese sich völlig ehrenlos an seine Waifu ranmacht. Darüber hinaus sucht Ali Junior auch hier diejenigen an, die Baki enorm respektiert. Wie zum Beispiel Goki mit seiner unglaublichen Technik. Aber Ali Junior gelingt es hier, naja, Goki easy zu besiegen. Danach nimmt er sich Orochi vor und auch gegen diesen kann er einen haushohen Sieg einfahren. Auch Orochi nutzt dabei den Taschenspielertrick aus und so kann Ali Junior irgendwie nicht mehr treffen. Der Sieg war nämlich nicht so einfach, wie Ali Junior dachte. Orochi hat nämlich nicht ernst gemacht und jetzt, wo er mit seinem Samurai-Schwert kämpft, kämpft er eben auf Leben und Tod. Mit dem Kamehameha setzt er ihn so fest, auch wenn er dabei eine ziemlich sassy Stelle packt. Ali kann aber dennoch einen fetten Treffer landen. Genauso wie Baki, der wieder voll in seinem Romance-Anime-Arc steckt. Ali unterbricht sie dann aber, weil er sein Frauchen heiraten will. Baki fühlt sich dabei aber überhaupt nicht getriggert. Da er also immer noch nicht zu Baki durchdringen kann, sucht Ali Junior Jack auf, der gerade hier ein richtig fettes Stück Steak verschlingt. Aber gut, selbst Jack kann er hier in die Knie zwingen. Aber natürlich gibt Jackie Boy hier nicht so leicht auf. Er hat also im Kampf eindeutig die Oberhand und damit muss Ali mal eine volle Niederlage erleiden. Er steht aber wieder auf und kann so Jacks Schlag kontern. Auch wenn er dann wieder auf den Boden geschickt wird, steht er einfach immer wieder auf. So lange, bis Jack ihm einfach mal seine Zunge in zwei gespaltet hat. Und Junge, Bakis Freundin ist dabei so eine Ho, dass sie sich einfach privat trotzdem weiterhin mit Ali trifft. Ihr Date wird dann aber gestört, weil Goki nochmal eine Revanche möchte. Für ihn war der Kampf von vorhin nämlich nur ein Warm-up. Bei dem richtigen Kampf zeigt er ihm also mal, wer der Boss ist. Ali kassiert also so richtig heftig, lässt sich wieder flicken und auch der Nächste will dann seinen richtigen Kampf haben. Also gibt ihn auch Orochi nochmal auf die Fresse. Und ein paar Tage drauf, nachdem er komplett verkrüppelt auf sein Hotel zurückkehrt, will auch sein Daddy ihm die Fresse polieren. Er ist nämlich richtig angry. Damals hat er nämlich nur mit dem Boxen aufgehört, weil sein eigener Sohn ihn vor 5 Jahren K.O. gehauen hat. Eigentlich will Ali auch nicht kämpfen, weil er extrem verwundet ist, aber weil sein Daddy ihn dabei einen Feigling nennt, kämpft er irgendwie doch. Und der Schlag von seinem Vater zeigt ihm dann auch mal, wie ernst ihm die ganze Lage hier ist. Senyo Ali hatte mich hart trainiert, ist wieder in seiner Prime und macht seinen Sohn dabei komplett fertig. Doch obwohl er 4-mal nacheinander verloren hat, will Ali Junior nicht aufgeben und weiterkämpfen. Tokugawa stößt dann dazu und bietet ihn an, gegen Baki kämpfen zu dürfen. Er stimmt hier zu und hat durch seine Kämpfe auch endlich verstanden, was es wirklich heißt, ein wahrer Kämpfer zu sein. Leider sind seine Wunden aber übertrieben schwerwiegend. Ali Senior überbringt dann aber seinem Sohn die Worte von Baki. Der möchte nämlich erst gegen ihn kämpfen, wenn er wieder in Bestform ist. Diese Worte alleine reichen dann auch aus, dass sich sein Körper einfach mal automatisch regeneriert, weil er eben so heiß auf den Kampf ist. Etwas später kommt es dann zum schicksalshaften Kampf von Hanma Junior und Ali Junior. Baki wandelte dann aber Ali und keine Ahnung, es ist jetzt vorbei. Ach ne, er steht nochmal auf und ist anscheinend erst jetzt richtig warm. Baki ist dann aber so ehrenlos und tritt ihn einfach mal in die Eier. Er nimmt Ali dabei in den Würgegriff und deshalb muss sich auch Papi Ali einmischen. Da er Ali also komplett auf die Bretter schickt, will Bakis ein für alle Mal beenden und fordert dabei seinen Vater zum Kampf heraus. Und dieser stimmt sogar zu, womit wir zum absoluten Final Showdown kommen. Aber nicht jetzt, das war natürlich mal wieder ein Tease. Erst beim nächsten Mal gibt es dann den Fight von den beiden. Bevor es also dazu kommt, macht er sich bereit und macht Schattenboxen. Sein Daddy bereitet sich auch vor und kämpft gegen Löwen.
Und da wir jetzt am Schluss angekommen sind, kommen wir nochmal ganz kurz dazu, was eigentlich mit den 5 Insassen von diesem Arc ist. Yanagi ist wieder aus dem Knast geflohen, Senta ist jetzt Künstler geworden, Doyle ist mittlerweile nicht nur blind, nein, er hat auch sein Trommelfell weggejallert. Als er nämlich sein Augenlicht verloren hat, ist sein Gehör besser geworden. Er wollte also wissen, was für ein Upgrade er bekommen würde, wenn er sein Gehör raidet. Ja, und dadurch kann er jetzt seine Haut besser spüren, also sein Tastsinn besser geworden. Doyle ist also komplett Gaga geworden. Tsiolkovsky hat auch krassere Fingerkraft bekommen. Er kann nämlich nun beim Schlafen an der Wand kleben, als wäre er Spider-Man. Und Speck, der trainiert irgendwie in seinem Kopf weiter oder so. Naja, so oder so, das war es jedenfalls gewesen von Baki. Und wir machen das nächste Mal weiter mit Baki Hanma. Und ja, die Struktur für die Arcs und für die Animes ist echt schlecht. Aber das war's. So, Freunde, das war es gewesen mit Baki in Minuten. Wir haben jetzt letztes Mal The Grabber gehabt, jetzt Baki, beides 50 Minuten. Es sind ordentliche Bretter, aber nächsten Monat, beziehungsweise diesen Monat, kommt schon Baki Hanma. Es geht weiter. Es wird gegen Pickel den Höhlenmenschen gefeiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber das gibt es dann erst bei uns nächsten Monat. Beim letzten Video haben wir 17.800 Likes erreicht. Fast die 18.000, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir die hier drauf schmettern könnten. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo auf den Kanal hier da, um nichts mehr zu verpassen. In nächster Zeit kommen richtige One Piece Banger, das kann ich euch versprechen. Deswegen, Leute, das wollt ihr nicht verpassen. Zwei Kanal kommen auch immer wieder ganz viele Videos online. TikTok, Instagram, wir haben alles gerade am Laufen. Deswegen, Leute, checkt die Kanäle ab. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video hier. Ich bin damit raus. Schreibt mir in die Kommentare, was war der beste Moment. Checkt auf jeden Fall Genshin Impact ab. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und tschüss. Ja, Leute, ey, ich mach offen und ehrlich. Also, das Ding ist, wir müssen jetzt halt hier noch reden, weil ich habe noch ein wichtiges Announcement zu machen, dass ihr das auch versteht in der Zukunft, welche Moves gemacht werden, dass sich viel verändern. Und das ist wichtig, dass ihr jetzt zu Ende hört, damit ihr versteht, wie ich mich fühle, warum es gerade schwer für mich ist. Und ich habe gerade gesehen hier, die Sekunden sind voll. Ich wollte auf 50 Minuten kommen. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, supportet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.